So, jetzt begrüße ich ganz herzlich hier auf dem Podium zur ganz linken Angelika Bär aus Schleswig-Holstein. Hier neben mir Michael Hilberer aus dem Saarland, Fabio Reinhardt aus Berlin, wir kennen uns, und ganz rechts sitzt Frank Herrmann aus Nordrhein-Westfalen. Wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass wir hier im Piratenpodium das Du beibehalten. Jetzt würde ich gerne euch in die Runde fragen, was habt ihr vor Ort für persönliche Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht? Vielleicht, Frank, möchtest du anfangen? Also in Nordrhein-Westfalen, welche persönlichen Erfahrungen konntest du da machen? Ich muss ganz offen sagen, wir haben Besuche in Unterbringungseinrichtungen noch ausstehen. Die stehen auf dem Kalender, aber die haben noch nicht stattgefunden. Wir treffen uns mit verschiedenen Organisationen, um über dieses Thema zu sprechen. Es war recht intensiv, vor allen Dingen jetzt. Wir haben wieder einen Winter vor der Tür. Wir wissen, dass wir wieder Probleme kriegen mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Und das ist so das Hauptding, was wir gerade machen, uns auf den Winter vorbereiten und die Kontakte aufwärmen. Ja. Herstellen. Fabio, hier gab es schon einige Besuche, soweit ich weiß. Ne? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von deinen persönlichen Eindrücken. Was brennt im Moment am meisten unter den Nägeln? Ja, hallo. Ja, danke für die Frage. Wir haben in Berlin tatsächlich schon einige Unterkünfte gesehen. Der Olli und ich und auch einige andere interessierte Piratinnen und Piraten haben so ein bisschen uns einfach die verschiedenen Unterkünfte angeschaut. Dazu gehören zum Beispiel die zwei Erstaufnahmeunterkünfte, wo die Flüchtlinge ja zuerst reinkommen, bevor sie dann die Möglichkeit haben, in eine andere Unterkunft oder eben auch in eine eigene Wohnung zu ziehen. Das sind die in Lichtenberg und in Spandau. Dann habe ich noch die Unterkunft in Friedrichshain-Kreuzberg gesehen, Marienfelde in Schlottenburg-Wilmersdorf, glaube ich, einige andere Unterkünfte noch. Worauf wir geachtet haben, ist eben... Wie viele gibt es denn in Berlin? Es sind ja ziemlich viele. In Berlin gibt es ungefähr 30 Unterkünfte. Mhm. Da muss man dann quasi auch unterteilen in die Erstaufnahmeunterkünfte, dann die regulären Sammelunterkünfte, die sind dann auch von zum Teil in verschiedenen Vertragsregularien. Und dann gibt es mittlerweile noch die Notunterkünfte, die dann zum Teil wieder nicht den regulären Verpflichtungen unterliegen, wo dann bestimmte Anforderungen und Verhältnisse halt nicht gelten. Wir haben mal darauf geachtet, wie sind die Verhältnisse, wie sind die Zimmergrößen, wie sind die, wie ist die Situation mit dem Essen und diesen Essenspaketen, die dort bekommen, und auch immer noch so ein bisschen so eine kleine Sache, die uns halt wichtig war, zu schauen, wie ist das mit dem Internet vor Ort? Also ist sicherlich nicht das Allerdringlichste, das ist uns auch klar, aber ist halt was, worauf speziell halt eben die anderen Parteien, die anderen Fraktionen auch nicht achten. Und deswegen haben wir uns das auch schon ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da auch besonderen Blick drauf zu legen und auch zu schauen, dass die zumindest in den regulären Unterkünften dann eben auch die Möglichkeit haben, dort Computer zu nutzen, aber auch gerade in den Erstaufnahmeunterkünften, wo Menschen halt wirklich gerade direkt nach ihrer Flucht und nach ihrem Stellen ihres Asylantrags halt eben kommen und natürlich auch noch den großen Bedarf haben, eben ihre allerersten dringlichsten Dinge zu regeln. Und dafür ist das Internet einfach unglaublich wichtig, unglaublich praktisch. Und da ist es dann schon wichtig, dass sie auch die Möglichkeit haben, vor Ort was zu nutzen, was eben auch einfach ist und was eben auch praktisch ist. Gerade natürlich, wenn man von weit, weit herkommt, ne? Wie ist die Situation im Saarland? Es gibt für jeden eines. Ich nehme jetzt einfach das passt schon. Ja. Er möchte nicht, dass ich zwischenrede. Genau, sonst grätscht die Angelika da wieder rein. Also bei uns ist es so, dass wir bei der Asyl- und Flüchtlingspolitik jetzt auf einer Wellenlänge mit den Grünen sind und da auch zusammenarbeiten und da gemeinsam jetzt auch schon zwei Anträge entsprechend gestellt haben, die aber leider von der Regierung jeweils abgeschmettert wurden. Bei uns sind die aktuellen Themen einmal natürlich Abschaffen der Residenzpflicht. Das heißt, die Residenzpflicht für Flüchtlinge, die im Saarland sind, erstreckt sich zwar über das ganze Saarland, aber unser Bundesland hat halt nur die Größe vom besseren Ölteppich. Von daher gesehen komme ich da nicht wirklich sehr weit.
Wir hatten da jetzt aktuell auch schon den Fall von einer Flüchtlingsfamilie, die halt regelmäßig, aber zu nicht vorherbestimmten Zeiten oder nicht vorherbestimmbaren Zeiten zum Arzt nach Mannheim musste und dann eben jedes Mal wieder gegen diese Residenzpflicht verstoßen hat, weil sie mit ihrem Kind dahin gefahren sind, weil das mit den Genehmigungen jeweils zu lang gedauert hätte. Anderes großes Thema. Ist denen was passiert? Wurden die kontrolliert? Oder? Nee, die sind immer damit durchgekommen. Also ja. Es gab keine Kontrolle in dem Sinne. Aber sie haben sich natürlich jedes Mal in die Gefahr begeben, dass da was passiert. Und ich meine, allein dieses Gängeln, wenn man ohnehin schon ein krankes Kind hat, muss zum Spezial, zum Facharzt und hat dann zusätzlich noch diesen Druck, was ist jetzt mit meinem Asylantrag, wenn ich hier jetzt noch gegen die Auflagen verstoße, etc. Also das ist halt einfach nicht nachvollziehbar. Hat mit Freiheit auch nicht viel zu tun. Nee, das ist ganz klar. Also die Residenzpflicht, das sehen wir auch so, das ist ein Überbleibsel aus der Zeit des Asylkompromisses, als es darum ging, eben diese Front aufzumachen, der Bio-Deutschen gegen irgendwelche Menschen, die hierher kommen. Und das ist einfach was weg muss an der Stelle. Das zweite große Thema bei uns, es gibt ein zentrales Auffanglager, in dem die Flüchtlinge untergebracht werden und zum Teil auch wirklich über Jahre, Jahrzehnte dann auch leben, weil es einfach keine sinnvolle Verteilung über das Land dann gibt. Also die Kommunen reden sich da momentan so ein bisschen raus, sagen, alle müssen dorthin und eine dezentrale Unterbringung gibt es aktuell nicht. Das ist natürlich für die Integration dann auch extrem schwierig. Und unsere Forderung ist an der Stelle, wer hierher kommt, Integration halt ab Tag 1. Und das funktioniert nicht, wenn ich sie irgendwo wegsperre in so ein zentrales Lager. Das ist klar. Frau Bär, bei Ihren Erfahrungen... Wir wollten schließen, ach ja, ne? Natürlich. Angelika, bei deinen Erfahrungen spannt sich jetzt, das habe ich schon im Vorgespräch gehört, sehr schön der Bogen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Es geht nämlich nicht nur um die Daten, die von den Flüchtlingen, von den Geflohenen aufgenommen werden, sondern auch um die Aktivitäten von Unterstützern, ne? Ja, zu Schleswig-Holstein erstmal, ab und zu gibt es da Schnittmenge mit der Grünen Partei, aber in Schleswig-Holstein sind die Grünen, der SSW und die SPD seit der letzten Landtagswahl eine Koalition. Das klingt alles total toll, die neue Willkommenskultur im Land und im Text ist es auch gut, aber es wird nicht gelebt. Deswegen gibt es da eher Differenzen im Vergleich zu euch. Ich will dazu noch sagen, ich komme aus der Solidaritätsarbeit, kein Mensch ist illegal. Wir haben uns oft in den letzten Jahren mehr oder weniger mit den gleichen Fällen beschäftigt, versucht zu helfen. Und für mich ist das so wichtig, das mal vorzuschieben, weil ich war nach dem Giftgaseinsatz in Halabja, ich war in Afghanistan, überall auf dem Balkan. Das heißt, wenn man einmal gesehen hat, was es heißt, Flüchtling zu sein, eingesperrt zu sein und nicht fliehen zu dürfen, dann ist ganz klar die Konsequenz. Wir wollen keine Mauern rund um Europa oder Schleswig-Holstein oder Deutschland. Wir wollen Brücken bauen, damit die Menschen zu uns können. Das ist der Handlungsgrundsatz. Und deswegen ist es eine neue Qualität. Du hast die Vorratsdatenspeicherung erwähnt. Wir hatten gerade vor kurzem einen Flüchtling aus dem Iran, der über Ungarn nach Deutschland, der ist aufgegriffen worden, der hat die Angst wirklich gelebt, weil es hieß, er muss zurück nach Ungarn und es war klar, dass er von da in den Iran zurückgeschoben wird. Ist politisch aktiv, ist Kommunist im Iran, das heißt, er wäre wirklich auch hingerichtet worden. Und wir haben eine sehr gute Solidaritätsbewegung über die Bundesländer hinweg. Wir haben Piraten aus, also Parsival zum Beispiel. Wir haben wirklich innerhalb von wenigen Stunden über Twitter, E-Mail jeweils rausbekommen, kommuniziert, wohin ist er gebracht worden, was ist geplant, welche Flugzeuge kommen in Frage. Es waren Menschen vor dieser Anstalt, wo er untergebracht war. Dann ist er in den Knast verlegt worden nach Lübeck. Und wir sind wie ein kleines Zahnrad über unsere Mediennutzung immer gleich wieder dabei gewesen. Und das heißt, sobald ein Innenminister die These aufstellt, dass ein Flüchtling irgendwie mit Überschlepper ins Land gekommen ist oder Verbindungen hat zu Schleppern, dann greift diese Vorratsdatenspeicherung. Und das heißt, dass jeder über ein halbes Jahr mindestens nachverfolgen kann, was diese Solidaritätsbewegung macht.
Und natürlich wird sie dadurch angreifbar. Dadurch werden Menschen kriminalisiert, nicht nur die Flüchtlinge selber, eben dieser Ehsan Abri. Als wir ihm dann seine Datenkarte besorgt hatten, Internetanschluss. Natürlich ist Internet wichtig in der Flüchtlingsunterkunft. Aber es heißt auch, dass verfolgt wird, was sie tun. Und das kann für viele lebensgefährlich sein. Und ich glaube, da haben Piraten eine ganz besondere Verantwortung dort, Schutzwälle aufzubauen, damit das Recht auf Informationen, und das brauchen sie, und Kontakte zur Heimat, zu politischen Organisationen, in der Form nicht wiederum eine Lebensgefahr für die Menschen selber ist. Was kann man da politisch tun? Ich meine, eine Möglichkeit ist Verzicht auf Internet, aber das ist keine wirkliche Möglichkeit. Ne? Man kann von keinem Menschen verlangen, dass er den Kontakt zu in der Heimat zurückgebliebenen Familienangehörigen, Freunden völlig abbricht. Gibt es irgendwelche politischen Anfragen, Initiativen, die ihr in den Landtagen voranbringen könnt? In die Runde. Du kannst gern anfangen. Ja, also es gibt viele Dinge, die wir in den Landtagen auch vorantreiben und vorantreiben können. Vielleicht mal ganz kurz nochmal zu dem Thema Internet für Flüchtlinge. Also interessant ist ja tatsächlich, mit welchen Begründungen das denen zum Teil vorenthalten wird. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um eine der schwierigsten Phasen überhaupt geht, die Phase, in der Flüchtlingen eben der Asyl verwehrt wird und sie abgeschoben werden sollen in ihre Heimat, dann sind sie in diesem Abschiebeknast, also in Deutschland, in Berlin ist es so ein ehemaliger Frauenknast, in einem riesigen Gebäude, wo nur so 10 Häftlinge sitzen, können dort kein Internet benutzen und das selbst wenn sie zum Beispiel ein eigenes Smartphone besitzen, das also den Staat noch nicht mal was kosten würde, und obwohl ganz klar auch festgeschrieben ist, dass es eben keine reguläre Haft ist, das heißt, es ist halt eben nicht so, dass es irgendwie, die sollen nicht bestraft werden, trotzdem können sie kein Internet benutzen, und die Begründung dafür ist total hanebüchen, nämlich, dass die Sicherheit in der Anstalt gewährleistet werden soll. Mit anderen Worten, wenn da vielleicht irgendwie ein Kurde und ein Türke sitzen und da bricht irgendwie ein Konflikt aus in irgendeinem Dorf in der Türkei, dass dann nicht möglicherweise die beiden das übers Internet erfahren und dann aufeinander losgehen oder so. Also völlig absurd, diese Begründung. Insofern, das da sind wir schon aktiv, da sind wir hinterher. Aber natürlich konzentrieren wir uns nicht nur auf solche, sage ich jetzt mal, eher lapidaren Geschichten, sondern schon auch auf die Essentials. Also wir wollen natürlich gemeinsam auch Druck aufbauen und halt im gesamten Asylsystem auch eine ganz neue Denkkultur reinbringen, in der wir natürlich auch versuchen, den sogenannten Asylkompromiss der 90er Jahre komplett zurückzudrehen und viel stärker auch dazu überzugehen, dass wir sagen, natürlich müssen auch als Asylgründe anerkannt werden, wenn jemand eine Umweltkatastrophe erlebt hat, wenn jemand einfach in unglaublicher Armut lebt und von dort deswegen geflohen ist, wenn jemand aufgrund seiner zum Beispiel sexuellen Orientierung verfolgt wurde, das ist auch noch nicht als Asylgrund anerkannt, und auch aus anderen Gründen. Und das ist halt was, wo wir jetzt wirklich eine komplett neue Denkkultur erstmal schaffen müssen. Was man vielleicht an der Stelle noch erwähnen sollte, ist natürlich, dass wir da tatsächlich im letzten Jahr viel mehr erreicht haben. Und wir meine ich gar nicht so sehr die Politiker, sondern die Flüchtlinge selber, die halt sehr aktiv geworden sind, die in Bayern, in Hessen, in Berlin, in vielen anderen Bundesländern auf die Straße gehen und für ihre eigenen Kräfte, für ihre eigenen Rechte auch eintreten und von uns auch dort immer nur unterstützt werden. Und dadurch sind sie auch viel erfolgreicher, als wenn wir die Dinge selber tun, weil es ist glaubwürdiger, wenn sie es selber tun, es ist effektiver und es ist einfach am Schluss auch einfach erfolgreicher. Von uns heißt aber eher Partei oder auch Ehrenamtliche, die da viel unterstützen, da passiert viel, aber kann nicht innerhalb der Parlamente einfach die Struktur ein bisschen verändert werden? Kann man da was machen? Also kann man, wir haben in der Vorbesprechung und bei uns in einer Arbeitsgruppe gemerkt, dass es schon so auch massive Unterschiede gibt. Schleswig-Holstein hat einen parteiübergreifend einstimmig gewählten Flüchtlingsbeauftragten, der nicht der Regierung, der nicht weisungsgebunden ist. Das heißt, er ist wirklich frei. Wir haben einen Flüchtlingsrat, der auch finanziell gefördert wird, der in der Lage ist, Sprachmittler relativ schnell zu stellen,
Verbindungen aufzunehmen, was der Flüchtling aus Sicherheitsgründen manchmal nicht macht. Das heißt also ganz viele Ehrenamtliche auch, die akzeptiert werden in ihrem Engagement. Und das bietet mehr Sicherheit, als wenn Politik dauernd diskutiert. Und insofern glaube ich, dass diese Instrumente, also bei uns zum Beispiel, natürlich gibt es die Residenzpflicht, wie bei euch, aber wir haben politisch durchgesetzt, dass sie in der Praxis nicht angewandt wird, zusammen mit Hamburg und Bremen. Das heißt, unsere Flüchtlinge in Norddeutschland haben mehr Bewegungsfreiheit als andere. Das ist Best Practice. Und trotzdem ist auch diese, du hast es angesprochen, Refugee Camps, die Solidarität unheimlich groß. Und ich will dazu noch sagen, auch im kulturellen Bereich als letztes Beispiel, unsere zentrale Aufnahmestelle hat bis zu 450 Plätze, wo alle, die nach Norddeutschland kommen, erstmal reinkommen. Und es gibt eine Band, The Refugees. Das ist eine Refugee-Band, also aus Flüchtlingen, die total geile Musik machen und die in die Flüchtlingsunterkünfte gehen und Musik machen. Also es gibt eine ganz neue Bewegung, glaube ich, die auch versucht, die Barriere zwischen einem hier lebenden Deutschen, egal ob deutscher Herkunft oder anderer Herkunft, diese Barrieren durch kulturelles Engagement zu brechen. Und das gibt zu der Band gibt es auch schon einen Film mittlerweile. Genau. In The Refugees, der Film, der läuft auch in verschiedenen Kinos mittlerweile. Ja, also wer das hört oder die Musik ist im Internet, ist echt affengeil. Kann man nur empfehlen. Wie ist die Situation am Rhein, in Nordrhein-Westfalen? Ich meine, dazu fällt einem ein, bevölkerungsreichstes Land, ne, auch eine relativ große Durchmischung. Wie groß ist da die Toleranz, wie stark ist da das Engagement? Ja, größtes Land. Wir haben auch, ich glaube, allein durch die Aufteilung sicherlich die größte Anzahl der Flüchtlinge, die wir aufnehmen. Wir haben aktuell oder wir kriegen jetzt große Probleme, weil die zentrale Unterbringungseinrichtung, da war eine vorgesehen, um die Kapazitäten zu erweitern, die fällt aus, weil dann, es hat zum einen Gegenwehr vor Ort gegeben, nicht sehr schöne Art. Jetzt ist aber auch festgestellt worden, dass die Räume selbst PCB belastet sind und nicht verwendet werden können. Das waren 500 Plätze, die jetzt ab Oktober vorgesehen waren, die fallen raus. Im Moment ist da wirklich Land unter, was die Suche angeht, und es ist gerade eine Kampagne in Vorbereitung, tatsächlich zu werben in den Kommunen, dass freiwillig Plätze geschaffen werden. Ja. Gibt's auch, ja. Also man muss jetzt zum Winter wirklich gucken, wie man das klärt. Wir werden nächste Woche im Innenausschuss gerade über dieses Problem reden, Punkt, den wir da auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ja, grundsätzlich, was kann Politik tun? Also wurde ja jetzt schon eine Menge gesagt, wir können viel tun, die Rahmenbedingungen jeweils verbessern für die ganzen Verfahren, so ein Asylprozess, das ist ja ein Verfahren von der Erstaufnahme, Unterbringung, Gespräche, die da geführt werden, die Interviews, die geführt werden müssen, die Transfers zu vermeiden, die immer wieder passieren, weil halt die Flüchtlinge meistens nur temporär untergebracht werden. Das ist zumindest leider in Nordrhein-Westfalen so, weil halt alle Plätze, alle Stellen jeweils überfüllt sind und deswegen immer nur die Lücken gestopft werden. Teilweise werden da sogar auch Familien auseinandergerissen von einer Nacht auf die andere, weil einfach nicht genügend Plätze an einer Stelle vorhanden sind. Das sind also Dinge, wo die Behörden viel zu nachlässig sind, sich einfach jetzt die steigernden Zahlen, ich meine, dass aus Syrien mehr kommen, dass aus Russland mehr kommen, das war alles absehbar. Zumindest bei uns ist halt leider sehr, sehr viel verschlafen worden. Wir versuchen das jetzt in jeder Sitzung zu thematisieren und immer weiter zu fordern und Vorschläge zu machen, dass einfach mehr getan wird. So. Gut. Dass das Thema einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden kann. Ja. Also wir sehen, das Thema Freiheit, auch Datenfreiheit, spielt eben auch da eine große Rolle, dass man sich vernetzen kann und nicht weiter verfolgt wird. Ihr hattet jetzt eine Arbeitsgruppe, ne, Michael? Wollt ihr euch irgendwie zusammenschließen in den Fraktionen und gemeinsam Projekte vorantreiben? Wie geht es weiter? Dazu
bin für das Stichwort ganz dankbar. Ich glaube, das ist auch das Signal, was von uns erwartet wird an diesem Wochenende von Piraten. Es geht um Menschen. Und die deutsche Bundesregierung hat heute Nachmittag bekannt gegeben, dass sie eine EU-Erklärung mit unterzeichnet, wo der Giftgasangriff in Syrien verurteilt wird, wo gesagt wird, das ist völkerrechtswidrig und dass man gemeinsam mit den USA eine Erklärung unterzeichnen wird. Das heißt, Deutschland wird sich an einem Krieg aktiv beteiligen. Und unsere Position ist ganz klar. Erstens, in keiner Form Beteiligung an dem, was in Syrien passiert. Und zweitens, Grenzen auf für alle Menschen, die in Syrien selbst, aber auch die Millionen, die in Jordanien und den anderen Camps in der Türkei sind, sie haben ein Recht zu kommen. Und ich glaube, wir als Piraten sind die einzige Partei, die sich die Freiheit nehmen, auch Freiheit ernst zu meinen. Und das heißt, auf die Türen und lass sie endlich zu uns. Vielen Dank. Michael, möchtest du noch was ergänzen oder sollen wir hier das Podium für Fragen öffnen? Also lass mich noch zwei, drei Sätze sagen. Ich glaube, für uns als Parlamentarier ist die wichtige Aufgabe auch, diese Diskussion weiterzuführen, um in den Köpfen jetzt diesen Wechsel hinzukriegen, dass wir die Menschen eben einladen, hierher zu kommen. Das ist also wirklich, du hast Willkommenskultur vorhin gesagt. Das ist was, das hören wir von vielen von unseren Regierungen, aber da ist nichts dahinter, sondern das ist einfach nur dieses, ja, Fachkräfte bitte. Aber das ist nicht wirklich, weil ihr Menschen seid, dürft ihr hierher kommen. Und dass wir auch wegkommen von solchen Begriffen wie ein Asylbewerber, weil das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht, das jedem Menschen zusteht. Und darauf muss ich mich nicht bewerben, sondern dieses Recht habe ich. Und das ist was, was wir wieder in den Köpfen der Menschen auch wieder verankern müssen. Gut, vielen Dank für diese. Wenn es keine Fragen gibt, stehen die vier hier bestimmt unten auch noch zu Gesprächen zur Verfügung. Dann machen wir nahtlos weiter mit dem nächsten Thema. Vielen Dank an euch.